Servus Leute, willkommen zurück zum FM1516 mit euren Grauern, den Eisernen Unionern aus Berlin. Was geht ab, Freunde? Ja, in den Pokal sind wir weitergekommen. Überragend, oder? Das war das, was wir erreichen wollten, auch wenn wir in der Liga verloren haben. Aber immer, wir sind der Aufsteiger. Das heißt nicht direkt, jawohl, Meister, Pokalsieger, Europa League. Nee, nee. Zufallsprinzip ist das. Du kannst nie hingehen und sagen, jawohl, wir schaffen das direkt. Das geht einfach nicht. Jugendmannschaft mal ein bisschen durchwirbeln hier, auch die B-Jugend noch ein bisschen durchwirbeln. Und nur Kramer hat mich gefragt, was schon gespielt hat. Das kann ich doch am besten hier sehen, ne? Bei Ergebnisse, glaube ich. Irgendwo konnte man das sich direkt angucken. Ah, warte, ich bin... Was rede ich da überhaupt gerade? Grauer, du alter Anfänger. Es müsste eigentlich hier gehen. Wenn man... Machen wir mal einen Rechtsklick hier drauf. Nee, das ist leider nicht so wie hier, dass man sich die Spiele angucken kann, ne? Wie gesagt, das ist eine komische Rechnung. Oder kann man das vielleicht so machen, dass man hier... Nee, kann man auch nur Training und Standard machen. Schade. Irgendwo ging das, oder Jungs? Helft mir mal. Spielbericht. Ich glaube, in dem sieht man das auch nicht. Nee. Auch nichts. In der U17 ist er. Ui. Sehr gut. So. Ich bin bald so weit, dass ich vielleicht den Sandro Große hochziehe für den... Korte. Guckt euch das mal an. Der geht steil, der Junge. Mal gucken. Wenn er ins nächste Spiel auch so geil ist, dann nehme ich den vielleicht mal mit nach oben. So. Mannschaft steht, würde ich sagen. Der wird mir nicht viel ändern. Mir wurde viel erzählt. Ich soll nicht den Leuten mal von einen von Topspieler jetzt erklären, dass sie da so gut spielen sollen. Im nächsten Spiel bräuchte ich. Ich soll öfter mal drauf eingehen. Den Jungs mal sagen, auch von der zweiten Mannschaft. Gib im Training alles. Dann hier bei der Teamdynamik, wenn ich mal ein Gespräch geführt habe. Und ich da mit jemandem gesprochen habe, geht das immer wieder runter, ne? Wir werden jetzt erstmal noch nichts machen hier. Erstmal möchte ich das Spiel mitnehmen gegen meinem Lieblingsclub FC Schalke 04. Das wird ein hartes Spiel und ja, das sieht wahrscheinlich nicht gut für uns aus. Man weiß es nicht, aber wir sind ja für eine Überraschung gut. Deswegen gehen wir jetzt auch raus und sehen uns gleich beim Spiel im Stadion vom geilsten Club der Welt, ne? Elfter Spieltag steht an, Jungs. Schalke 04 gegen Union Berlin. Ein klasse Spiel. Schalke natürlich ganz großer Favorit. Hoffen wir mal, dass wir nicht zu viele Tore kassieren, ne? Also es wird auf jeden Fall nicht einfach für uns. Wir machen unsere Taktik wie immer von Anfang. Ich soll auch mehr auf Jungs eingehen, so wie Baumgartel, dass ich den öfter mal reinbringe. Und ich glaube, ich werde das auch mal machen. Sané auf Haris Seferovic. Der trifft den Ball nicht richtig, vollkommen unkontrolliert. Holt er sich den aber wieder. Aber er kann den Ball trotzdem stoppen, aber er scheitert am Mo am Siff. Sehr gut, dass der Mo das klärt. Schalke spielt in der Defensive. Mehr, also die kommen nicht so aus sich heraus. Wenn wir das hier sehen, spielen sie auch nur mit einer Spitze. Wir spielen ja mit unserem Doppelsturm. Wir versuchen mal als kleiner Außenseiter hier mal ein bisschen den Großen zu ärgern und geben einfach mal drauf. Obwohl, Schalke hat das gerochen. Max Meier mit einer guten Aktion. Aber er bleibt hängen, weil er noch einen Haken schlagen muss. Und was kann er machen hier? Zauberei am Schlangenfluss. Na, und dann sind wir jetzt, Jungs. Schöner Pass von Kreilach. Aber die Schalker Verteidigung hat aufgepasst und ist eher am Ball als der Angreifer. Das ist schade. Aber wir sind da. Wir sind da. Die Fans hier scheinen mehr daran interessiert zu sein, sich das Anstehen an den Toiletten zu ersparen, als sich die letzten Minuten der ersten Halbzeit anzutun. Alles klar. Obwohl jetzt Fabian Johnson nochmal von links flankt. Schönheim klärt zunächst. Aber Sidney Sam legt den Ball erneut hinaus auf Johnson. Dessen Flanke landet direkt in den Arm von Amsif. Das ist alles harmlos. Und kaum der Rede wert. Ja, aber der Let's Player Grauer hat es trotzdem vorgelesen, ne? Schön, dass ihr weiterhin so schön zuschaut, Freunde. Das macht richtig Spaß. Ja, wir haben es so vorgestellt.
Und hier wird erstmal ein bisschen motiviert, dann mache ich jetzt mal selbst. Mache ich auch mal überlegt, dass ich das auch mal wieder machen könnte. Und die Jungs hier mal ein bisschen zurechtstutze von selbst. Nicht, dass das immer der Assistent macht, obwohl wir den dafür haben, aber naja. Zweite Halbzeit steht an. Ist eigentlich eine erste Halbzeit gewesen, die so schnell war, das kennen wir gar nicht. Halfa muss raus mit einer Leistenzerrung, das können wir überhaupt gebrauchen, das ist klasse. Dennis Mast mit einer 68 packen wir rein und Schönfeld mit einer 67 kommt dann auf die Seite. Schade, das ist unglücklich. Das ist auch eine riesige Schwächung für uns. Schade. Hoffen wir mal, dass er nicht zu lang ausfällt. Jetzt Schalke im Angriff, Seferovic. Grätscht in eine flache Reingabe von Amsif und schaufelt den Ball ins Tor. 1-0 Schalke. Ja, und gerade habt ihr noch gesehen hier, Max Meyer nochmal ein Pass auf Seferovic. Aber der Schuss ist daneben und dann hier Sané auf Sydney Sam und nochmal daneben. Nach einem geklärten Einwurf wollen die Königsblauen schnell einen Konter, aber Mast unterbindet diesen schön. Die gelbe Karte ist der gerechte Lohn. Ja, ja, so ist das halt. So ist das. Jetzt wir, Ecke von links, Jeremy Duziak, Mast und Hövedes steigen hoch, aber Hövedes kann sich durchsetzen. Ralf Herrmann muss nicht eingreifen. Ja, okay. Caligiuri rein für Duziak. Den Wechsel möchte ich jetzt öfter durchziehen. Weil der Junge auch nicht schlecht ist. Er bringt Erfahrung mit. Sowas brauchen wir bei uns im Team. Taktisches Foul heißt es. Sydney Sam auch gelb. Und dann bringe ich noch Baumgartel jetzt mal rein für Leistner. Weil ich den Jungen auch spielen lassen möchte. Und dann sage ich nochmal Konzentration. Und bin mal echt jetzt gespannt, was noch passiert in den letzten Minuten. Aber so gesehen bin ich eigentlich zufrieden mit der Leistung. Bis auf die 5er da. Oder die 4,5er an den Noten. Aber 4 kommt nicht. Aber was willst du tun? Seferovic löst sich hinter den Rücken seines Blockers Schönfeld. Kommt nach Flanke von Sydney Sam. Und er kann den Ball aber nicht richtig drücken. Sodass dieser Ball etwa einen Meter über den Kasten geht. Amsif muss nicht eingreifen. Oh, der Gegenzug von uns jetzt. Ceolano marschiert. Kompromisslos in den 16er. Wartet dann aber zu lang. Und verliert den Ball an Fährmann, an Ralle. Der auf Rille ist. Schade. Geht mal drauf, Jungs. Komm. Die 83 Minute, die klebt hier gerade. Und weil Hövedes erstmal meckert. Vielleicht können wir noch was reißen, vielleicht. Wie sieht denn die Statistik aus? 7:3 Chancen. Wechsel Kolasinac für Matip. Der ja Schalke verlassen wird, Richtung Liverpool zum Jürgen Klopp. Neustädter für Khedira. Mit Khedira haben sie ja auch einen Königstransfer gelandet, also heftig. Und jetzt nochmal wir in der 88. Mit einer Riesenchance, Mast prüft Fährmann. Aus 15 Meter der Schlussmann reagiert jedoch glänzend. Schade. 3 Minuten noch. 3 Minuten Nachspielzeit. Björn Müller leitet die Partie richtig gut, muss ich sagen, selbst. Also ja, und das Spiel ist vorbei, Freunde. Wir verlieren 1:0 in Gelsenkirchen in der Arena. Ja, wir haben uns eigentlich so gesehen gut geschlagen von meiner Seite aus. Wir fallen auf 10 und weiter geht's. Ja, was willst du tun? Du verlierst Noten dementsprechend. Ja, eine Note 6 für Schönfeld, die kann ich überhaupt nicht verstehen, aber was willst du tun, ja? Wir verlieren 1:0, Dortmund besiegt Gladbach mit 4:1. Augsburg unterliegt Hannover 1:3. Freiburg gewinnt 2:0 gegen Ingolstadt. Freiburg, der Aufsteiger, gewinnt auch erst das erste Mal und noch so ein schöner Sieg gegen direkten Konkurrenten im Abstieg. Leverkusen und Bremen trennen sich 1:1. Hoffenheim besiegt Stuttgart. Ist ja so ein kleines Derby, ne?
1-0. Mainz 1-1. Ein starkes Spiel gegen FC Bayern München. Die von 4 auf 5 fallen. Hamburg geht unter. Zu Hause 1-5 gegen Frankfurt. Und Köln verliert auch gegen Wolfsburg. Christopher Trimmel gab seinen Wechsel zu Shanghai Greenland Shenhua. Bekannt, 200.000 wird er kosten. Gucken wir mal hier. Ja, natürlich. Oh, wir haben mehr Zuschauer als Augsburg und Ingolstadt immerhin. Wir fallen auf 10, wie gesagt. Da können wir mit Lehm als Aufsteiger auf jeden Fall. Wir haben uns nun Negativstress aufstrukturiert, alles klar. Dominik N. aus Todesfelde, Fan vom HSV. Entweder ich gehe links vorbei oder rechts. Haris Seferovic. Wer welchen Fehler gemacht hat, das überlasse ich euch. Ihr habt schon sowieso viel besser gesehen als ich. Sagt André Krauer, also ich, meine Wenigkeit. Okay. So ist das halt, ne? Da machst du nichts. Was haben wir hier noch? Ja, Meier trifft gegen seine alten Kollegen. Der beendet übrigens auch seine Karriere. Was sagt unser Präsident? Der sagt, ja, das war nicht so toll. Verlieren einen Punkt, aber es sieht noch super aus. So. Dann sind wir jetzt hier in der zweiten Mannschaft. Da würde ich sagen, holen wir den Mats Klaassen mal hoch. In den Kader rufen, in die zweite Mannschaft für eine Woche. So, dann gehen wir in die zweite Mannschaft und bringen ihn auch direkt rein. Dann ist das Sturmduo aus der B- und A-Jugend, glaube ich, waren die beiden zusammen wieder vereint. Dann nehmen wir das Spielchen hier noch mit. Ja, wir gewinnen 1-0 mit der zweiten. In der zweiten läuft es besser als bei uns, aber ist ja auch der Liga unten steht. Aubameyang, Spieler des Monats. So, was haben wir denn hier? David Kremser. Okay, das ist wieder einer für uns. Sehr schön. Ja, wir gewinnen 1-0. Das Tor schoss Benjamin Weber und Sandro Große gab die Vorlage. Er hat jetzt übrigens eine 66. Ja, die hat er vorher auch schon gehabt, ne? Alpha ist verletzt, fällt 2 Wochen aus. Oh Mann, das ist eine enorme Schwächung für uns. Leistner, neue Erfahrungsstufe 4. Hinweis auf Sondereinsätze. Das ist mir gerade Latte, oder? Ja, okay. 22 und 8000. Marco Caligiuri freut sich auf Bruderduell. Ja. Mass fühlt sich etwas unterbezahlt. Okay, dann verlängern wir nochmal den Vertrag. 1,1 Millionen willst du verdienen, aber ich mache erstmal 900.000. Ja, und der spielt ja in der Regel. Dann nehmen wir nochmal die Option für den Verein. Hier mit dazu. Das setzen wir auch mal runter hier. Und dann passt das. So. Scouting abgeschlossen für Nico Geier. Dann gehen wir nochmal hier in die Verträge rein. Schnellbacher wollte ich auch mal den Vertrag verlängern. Dann lassen wir auch mal 900.000 locker verdienen hier. Du hast auch eine Stammplatzgarantie. Das ist ja mein bester Mann hier im Sturm eigentlich, ne? Wir haben 2 Jahre Option. Möchte ich gerne haben. Die möchte ich eigentlich bei jedem haben. Und dann nehmen wir die raus hier. So, gehen wir noch ein bisschen runter. 3 Jahre hätte ich schon gerne. Komm, 900.000 ist gut. So, dann verlängern wir den Jungen auch. Gucken wir mal hier, wen haben wir denn noch? Ja, den Königsmann müssen wir auch verlängern normal, ne? Dann machen wir mal Option ziehen. Ja, Puncic müssen wir sehen, ne? Soll ich den auch vielleicht mal in die zweite stecken zum Aufbauen? Dass er, aber er hat auch schon minus 31. Ich glaube, der wird uns dann auch bald verlassen, ne? Oh Mist, ey, das ist echt Mist, sowas. Es tut einem weh, sowas zu sehen. Wie gesagt, ihr kennt das ja schon von mir, mein Gerede, ne? Ja, wir reden zu wenig, ne, mit den Spielern. Gib im Training alles, Bobby Schubert. Ich tue, was ich kann. Okay, das war vielleicht wieder ein Fehler von mir, aber ich habe das hier respektiert, was ihr gesagt habt. So, viel Glück. Also hier, Glückwunsch zum Jubiläumsspiel. Ja, den Jungs kannst du alles nur das Gleiche sagen. Hier körperlich stärker werden. Bei Korte. Hier fair bezahlt werden. Möchten sie alle. Och, nee, das machen wir nicht. Können wir denn noch hier reden? Puncic, sagen wir mal, du hast gut trainiert. Skripski auch. Ja, du kannst auch mal hier alles geben. Ceolano motzt jetzt auch über das Geld?
haben wir den noch nicht hier verlängert? Was verdient er denn? Gucken wir mal. 'Celulano verdient nur 440.000. Okay. Da dürfen wir auch nicht mehr zahlen. Schade. Okay. Ja, da müssen wir mal schauen, ne? Auf links fehlt uns jetzt einer, ne? Da können halt nur Mass spielen. Oder mal schauen. Was ist denn mit Caligiuri? Der kann doch auch da spielen, ne? Mit einer 65. Der baut jetzt auch ab, Jungs. Jetzt geht's weiter hier mit dem Abbauen. Ja, minus 23 schon bei Schnellbacher. Komm, bauen wir hier nochmal was rein. Von wegen, wo sind wir im Oktober? Kann man ja nichts großartig machen, ne? Vielleicht nochmal essen gehen. Boah, ist das eine Kacke. Kannst dir noch so nichts sagen, ey. Ja. Wie gesagt, Halfa. Dutzia kann das Spiel mit einer 66. Da müssten wir hier halt Caligiuri bringen, ne? Ja, wir machen es so. Das geht auch. Ja, machen wir das halt so. Kommt der Köhler mit. Schönfeld mit einer 6. Nehmen wir Wood mit. Machen wir ihn noch weiter bis zum Spiel. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ach ja, das habe ich jetzt aus Reflex weitergerückt. Ich glaube, Paris war oben gewesen. Tut mir leid. Ja, Dudziak. Ach, Dudziak fällt aus. Okay, ich hoffe, dass er gleich wieder fit ist. So. Dudziak fällt aus. Pferdekuss, der ist wieder da auf jeden Fall. An die Arbeiter Trainingszelle erreicht. Sehr schön. Super. Pascal Schnellbach unterschreibt neuen Vertrag. Und Mast auch. Seid ihr denn jetzt zufrieden? Jawohl. Das sieht gut aus bei ihm mit fair bezahlt. Aber bei ihm bin ich mir nicht so sicher, oder? Ja, okay. Das ist erfüllt. Das ist super. Das ist gut. Das ist super, das freut mich. Restaurantbesuch. Jawohl, die Stimmung verbessert sich um 2 Punkte. Mause und Dudziak sind wieder fit. Barry verlängert seinen Vertrag. Hier ist auch wieder was erfüllt worden vom Scout. Wie lange sind wir denn jetzt überhaupt wieder in der Aufnahme? 17, 18 Minuten sind wir, okay. Dann sollte ich nochmal die Heim- und Auswärtstabelle zeigen, wie ich da so gerade stehe. Also wenn wir auswärts, sieht so aus. Und Heim so. Also tut sich da irgendwie nicht viel, ne? Okay, doch jetzt. Okay. Dann Amsif habe ich die Nummer 1 schon verpasst gehabt. Offline schon. Und dann sollte ich mir noch ein paar Jungs von Saarbrücken angucken. Jens Meyer. Die werde ich alle scouten, die Jungs. Dann der nächste war Jordan Steiner. Oder sagt man da Jordan? Ist das nicht ein Fluss? Er ist verletzt, okay. Hebe ich mir den für später auf. Und, Sachatschenko. Scouten wir dann auch noch. So, was haben wir gemacht? Niklas Liese, den kenne ich gar nicht. Hau ab. B-Jugend jetzt. Da ist noch ein Mann für uns, ne? Oh, hier sind... Warte mal. Hier sind sogar noch 2. Wow. Okay. David Kremser haben wir einmal. Den werden wir auf jeden Fall verteilen. Da muss ich mal wieder mein Zettelchen hier suchen. Da ist er. So. Den nächsten auf der Liste, den wir haben, ist Marco Schura. Marco. Müsste eigentlich richtig sein, ja.
Okay. Wenn der Name falsch ist, bitte sagen. Manchmal habe ich das halt falsch aufgeschrieben. Das ist einmal Marco Schura dann. Wir haben einfach mal sofort so einen Mentor, dass wir das wissen. Und der zweite ist hier. Michael Blessing. So, das wird Moritz Fribourg. Auch du willkommen bei den Eisernen Unionern. Ihr zwei. Geil, das ist ein richtig guter, der Fribourg. Machen es einfach mal so jetzt. Dann haben wir wieder zwei neue Jungs dabei. Gut. Dann haben wir das. So, dann gehen wir noch einen Tag weiter. Und dann steht auch das Spiel gegen Wolfsburg an. Was auch nicht einfach werden wird, Jungs. Das ist der Tabellenführer. Da werden wir wohl auch einen auf die Schnauze kriegen vom Feinsten. Aber ach, das macht nichts. Unser Zusammenhalt bleibt bestehen. Wir sind die Eisernen Unioner und wir bleiben einfach dran, würde ich sagen, oder? Also wie gesagt, schaltet wieder rein, wenn es wieder heißt, die Eisernen sind am Start. Danke nochmal bei 685 Abonnenten bisher. Das freut mich insgemein. Macht weiter so, Jungs. Ich mach weiter so. Abonniert mich, lasst einen Kommi da, Daumen hoch. Dankeschön. Schönen Tag noch. Wünscht euch euer Grauer. Ciao, ciao.